Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Eröffnung unseres kleinen Programmschwerpunkts zu Franz Fühmann, der am 15. Januar 2022 100 Jahre alt geworden wäre. Leben und Werk Franz Fühmanns sind geprägt durch die großen ideologischen Systeme, Regime des 20. Jahrhunderts. Die eigene biografische Wandlung vom Anhänger, Mitläufer des Faschismus zum Marxisten, Antifaschisten und Sozialisten bildet einen wichtigen Reflexions- und Bezugspunkt seines literarischen Schaffens. Kennzeichnend für Fühmanns Poetologie aber wurde etwas anderes, nämlich das zunehmende Insistieren auf die Eigenständigkeit der Literatur gegenüber jeglichem ideologischen und dogmatischen Denken, um zwar, und das ist das Besondere, ohne dabei die gesellschaftliche Funktion von Literatur in Frage zu stellen. Wegmarken dieser Entwicklung bilden Fühmanns Entdeckung und Bezugnahme auf den Mythos und das mythische Element der Literatur und später seine Auseinandersetzung mit der Schauerromantik E.T.A. Hoffmanns wie auch mit dem Dichter Georg Trakl. Sein Verständnis von der unabhängigen Rolle des Schriftstellers bzw. der Schriftstellerin machte Fühmann angreifbar seitens der DDR-Kulturpolitik. Zugleich aber trug es mit dazu bei, dass er Anklang fand als Vorbild und Förderer junger AutorInnen. Seine Breitenwirkung beruht sicherlich nicht zuletzt auf den zahlreichen Nachdichtungen klassischer Stoffe, mit denen ganze Generationen heranwuchsen, die ihren Weg zur Literatur über den Mittler Franz Fühmann gefunden haben. Trotz all dieser Erfolge blieb Fühmann mit sich selbst unzufrieden und reflektierte auch das eigene Schaffen als ästhetisches Scheitern. Diese Bewertung wollen wir so nicht stehen lassen, sondern ihr aus lesenden und nachgeborenen Perspektive widersprechen, wie es Christin Schulz formuliert hat, die unseren Programmschwerpunkt zu Franz Fühmann kuratiert hat. Den Anfang macht gleich Roland Berbig, der uns Franz Fühmann in Vortrag und Gespräch mit Nadine Kreuzhaller vorstellen und näher bringen wird. Im Weiteren werden wir dann den Impulsen Fühmanns für GegenwartsautorInnen uns denen zuwenden, morgen dann dem Kinderbuchautor und, gelesen von Corinna Harfuch, dem Erzähler Fühmann. Mein Dank gilt allen Beteiligten, allen voran Christin Schulz für die Projektleitung. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung zusammen mit dem Hinsdorf Verlag, dem Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur Lesart, gefördert durch die Stiftung Preußische Seehandlung. Auch im Namen unserer Kooperations- und Förderpartner möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Christian Hippe, ich bin Leiter des Literaturforums im Brechthaus und reiche jetzt das Wort weiter an Nadine Kreuzhaller und Roland Berbig. Wir sind sehr gespannt. Applaus bitte für unsere Gäste. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung an Christine Schulz und Roland Berbig. Ich freue mich sehr, hier zu sein und vor allem ja auch freut man sich in diesen Tagen immer wieder, dass man hier noch live und mit Publikum sein kann bei solchen Veranstaltungen. Ja, ich bin Nadine Kreuzhaller, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Moderatorin, Redakteurin und auch Reporterin beim RBB, bei RBB Kultur und bei Inforadio. Moderiere da unter anderem eine Literatursendung namens Starke Sätze. In diesem Zusammenhang habe ich Roland Berbig auch schon mehrfach kennengelernt. Wir kennen uns unter anderem aber auch durch unsere gemeinsame Juryarbeit für den Fontane Literaturpreis. Und Roland Berbig möchte ich auch noch kurz vorstellen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Ich nehme mal an, im Publikum sind auch viele Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, eventuell, könnte ich vermuten. Roland Berbig hat lange Jahre, seit 1985, an der Humboldt-Universität zu Berlin gelehrt, am Neue Deutsche Literatur, war über 20 Jahre oder fast 20 Jahre Professor dort und ist ein Fühmann-Kenner, würde ich es sagen, hat an Publikationen mitgearbeitet, mit herausgegeben, die sich mit dem Werk Fühmanns befasst haben, mit den Taschenkalendern, mit der Briefkorrespondenz zu Wieland Förster, dem Bildhauer und eben Franz Fühmann.
forscht zur Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts, aber eben auch zur Nachkriegsliteratur der BRD und DDR und eben auch zur Theorie und Praxis von Edition und Nachlass. Und in diesem Bereich fällt auch dieser Abend heute. Es geht um die Taschenkalender von Franz Fühmann, die im Nachlass zu finden sind in der Akademie der Künste. Sehr viele Taschenkalender seit 1960. Und diese zu entziffern und da durchzusteigen, das hat sich Roland Berbig unter anderem zur Aufgabe gemacht und hat sich da wirklich reingekniet. Und mich interessiert natürlich, was jemand in Taschenkalendern, in Nachgelassenen, was man da heute noch lesen kann. Wenn ich mir so überlege, wie mein eigener Taschenkalender aussieht, ich führe auch jedes Jahr wieder einen aufs Neue, da trage ich Termine ein, da trage ich vielleicht ein, wen ich an dem Tag treffe, vielleicht schreibe ich mir eine Telefonnummer auf, aber am Ende des Jahres blätter ich dann immer noch mal so durch und steige manchmal selber kaum noch durch und kann das nicht mehr entziffern, was da steht. Insofern bin ich sehr gespannt, was uns Roland Berbig gleich in seinem Vortrag da erzählen wird, was wir aus den nachgelassenen Kritzeleien, nenne ich es mal, in Taschenkalendern noch für heute lernen können. Meine eigene Begegnung mit Franz Fühmann oder mein Verhältnis zu Franz Fühmann ist wirklich schnell erzählt. Ich bin im Westen aufgewachsen und meine literarische Sozialisation fand eigentlich völlig ohne Franz Fühmann statt, weil ich bin Mitte der 70er Jahre geboren, als Franz Fühmann 1984 in Ost-Berlin starb. Da war ich noch ein Kind und ich muss gestehen, viel in Berührung gekommen bin ich bisher mit ihm nicht. Und das hat mich tatsächlich dann neugierig gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie kann das sein, dass ein Literat von so hohem Rang, der jetzt dann nächste Woche 100 Jahre alt wird, zu dem es Forschung gibt, der viel beachtet ist, der ein wirklich facettenreiches Werk hinterlassen hat. Wie kann es sein, dass ich damit vorher nie in Berührung gekommen bin? Ja, auch deshalb habe ich mich dann umso eingehender mit Franz Fühmann beschäftigt und fand es sehr, sehr spannend und immer reizvoller, gerade auch, weil in seiner eigenen Lebensgeschichte und seinem Werk sich ja so viel Geschichte und so viele Konflikte, so viele Katastrophen, so viele Zweifel und so viel Wandel und Brüche des 20. Jahrhunderts spiegeln. Und genau, so viel erstmal mein Eindruck oder meine eigene Beziehung dazu, damit Sie es auch ein bisschen einordnen können. Eventuell geht es ja einigen Leuten hier auch ähnlich im Publikum. Und ich würde jetzt gerne aber erstmal an Roland Berbig übergeben mit seinem Vortrag zu den Taschenkalendern und dem, was da zu finden ist, zu Franz Fühmann und seinem Werk. Ich werde versuchen, das alles zu bebildern. Wir haben es vorher nicht geübt. Ich glaube, dafür muss ich dieses Gerät hier an mich nehmen, richtig? Das iPad. Und werde versuchen, den Einsatz nicht zu verpassen zu Abbildungen. Frau Kreuzweiler, ich danke Ihnen sehr und ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, auch sehr. Ich weiß im Augenblick nicht, ob das Mikrofon ist, das merkt man hier nicht so gut. Man möchte einem Anlass und einer Person gerecht werden. Und merkt im Verlauf der Arbeit, dass das nicht geht. Ich habe das überschrieben, Lebensblätter, Franz Fühmann in seinen Taschenkalendern, das engt ein. Und Sie werden es gleich merken, dass auch das keine Fehlinformation ist, sondern die Sache trifft. Warum lebt einer, wie er lebt? Warum etwa lebt einer in der Nähe der Stalinallee in einer Wohnung, die kein Amt für jedermann vergab? Warum gefällt es ihm dort nicht mehr, obwohl es doch allen gefällt? Warum zieht es ihn hinaus aus der großen Stadt, die doch alles hat, was alle wollen? Warum hackt er Klafter von Holz, wo ihm doch Fernwärme die städtischen Zimmer wärmt? Warum schreibt einer in einer Wellblechgarage, wenn seine Leserschaft in bequemen Hochhäusern lebt oder in stattlichen Villen der Vorstadt, die er sich in seinen besten Zeiten hätte leisten können? Warum ist einer so anders als alle? Vielleicht, das mag sein, weil er schon einiges erlebt hat, weil, was er erlebt hat, ihn nicht in Ruhe lässt, weil er ihm ein Wort finden will, das die Schrecken des Gestern im Heute bannt. Die Schuld, die sein Teil ist,
und die niemand mit ihm teilt, die er dennoch mitteilen will. Vielleicht, es mag sein, es kann auch sein, dass ihm die Welt dort draußen zu laut ist, dass zu viele Stimmen mitsprechen wollen, wo ihm die eigene nur leise erklingt und er kein Wort versäumen will, das sie sagt. Ich sitze jetzt in meiner Garage. Was heißt meiner? Ich habe ja kein Auto. Das Ding war schon da, einer Wellblechbaracke, wo wir alles abstellen. Da habe ich mir einen Tisch und einen Stuhl und ein altes Sofa reingestellt und vor der Tür im Freien dein Paar, Wieland Försters Skulptur, im Gras, dahinter riesige Birken und dichtes Grün junger Kiefern. Und ich sehe sie täglich an und ich werde ganz sicher dazu etwas schreiben. In der Garage sitze ich, weil Weib und Wellensittiche im Haus sind. Man kann hier in den Schuppen nur mit dem Schuhlöffel rein. Es ist auch früh kalt und mittags zum Schmoren, aber es arbeitet sich irre gut. Könnte ich es richtig heizen, blieb ich nur hier. Kleiner Raum mit riesigem Ausblick. Meine Sehnsucht war immer eine Dachstube. Und so ähnlich fühle ich mich jetzt und auch irgendwie weit zurück. Franz Fühmann, Jahrgang 1922, der Böhme, der Österreicher, der Jesuitenschüler, der SA-Staffelreiter, der Soldat, der Funker, der Kriegsgefangene, der Antifa-Student, der zukünftige, der ehemalige Kulturfunktionär, der DDR-Bürger, der Dichter, der freie Schriftsteller, der Eremit im Wald bei Märkisch-Buchholz. Ein großer, schwergewichtiger Mann, der mit bücherbepackten Taschen von der Bahn zu seinem Häuschen geht, langsam und zielstrebig, freudig und reserviert. Er hat zu tun und tut doch gern für andere etwas, und sei es ein gutes Wort zu geben auf den Weg. Was er treibt, wissen nur wenige, was ihn trieb, bis heute vielleicht die wenigsten. Franz Fühmann. Ein Name, eine Alliteration, ein Nachhall aus fernen vergangenen Zeiten. So, sagen die, die im Feuilleton das Sagen haben, erzählt man heute nicht mehr. Gut gemeint, aber für den Markt schlecht, gönnerhaft, fällt das Schulterklopfen aus, das die Nachwelt bereithält. Man hat das Schubfach, klein und eng, flüchtig geklebt, für ihn fertig. Was man von diesem Menschen und seinem Werk wissen will, weiß man, so vermutet man, man hat ihn in der Tasche und verliert man ihn dort, verkraftet man das ein wenig bekümmert, aber ohne anhaltenden Kummer. Was hat man nicht alles verloren und lebt doch fort? Noch einmal hebt man den Blick, noch einmal erinnert man sich, noch einmal sieht man ihn gehen, in sein kleines Haus treten, hört die Schreibmaschine in hämmernden Takt, lange Phasen der Stille, eine Flasche, die entkorkt wird, ein paar Leute, die nicht zu definieren sind. Ein Wallfahrtsort allein in der Imagination. Was wäre, ginge die Tür plötzlich auf und Fühmann stände da. Was wollt ihr denn hier? Was ich schreiben konnte, habe ich geschrieben. Das meiste ist gedruckt. Lest die 22 Tage oder die Hälfte des Lebens. Lest das Buch über Georg Trakl und mich. Blättert euch durch ein paar Geschichten. Mythisches, aber das muss nicht sein. Mit der Marcias-Geschichte geht, ich bitte euch, vorsichtig um. Sie ist mir viel wert. Das Jahr, in dem sie entstand, hat historischen Klang, 1976. Da ist viel passiert, man kann das an den Sätzen spüren, die ich damals fand und meine Maschine anvertraute in harten, schnellen Schlägen. So, kann sein, ginge seine Rede. Und ehe ihr letztes Wort verhallte, ist wieder fort, der es sprach, Geister zu beschwören, wir wissen es, ist gewagt. Der Geist, einmal aus der Flasche gelassen, will nicht mehr dorthin zurück. Franz Fühmann, ist er ein solcher Geist? Die Spuren, die er hinterließ, sind scharfkantig, sichtbar mit bloßem Auge und versteckt auch. Er hatte sein Geheimnis, seine Geheimnisse, es zu lüften, sie zu lüften, ist ungehörig und unmöglich am Ende auch. Der Blick der Nachwelt ist eilig, ist flüchtig, will er etwas sehen, muss er sich Zeit nehmen, Geduld haben. Die Leute heute, das Lesen heute, gehorcht anderen Gesetzen. Die Not, die gestern nächtens in jener Behausung im Märkisch-Buchholz in die Tasten der Maschine kam, ist Not von gestern. Jede Zeit hat ihr eigenes Verhängnis und an eigener Last genug.
Aber die Magie jener Wellblechgarage wirkt offenbar fort. Sie merken es an meinem Schreiben hier. Der Mann, der sich durch den Wald quälte, unter unmenschlichem Schmerz eines krebszerfressenden Darms und eines Jahrhunderts, das jeden Einzelnen in Schuld zwang oder umbrachte, hat die Gegenwart nicht widerstandslos verlassen. Fühlmanns Nachlass, aufbewahrt in der Berliner Akademie der Künste, verstaut in Kisten und Kästen, ist noch nicht verstaubt. Das Elend, das die Tausenden von beschriebenen Seiten hervorbrachte, und das ist nicht übertrieben, ist unerledigt. Es war ein Leiden an der Welt, die man lieben wollte, deren Schönheit man sah, deren Glanz in kurzen, kostbaren Momenten blendete und alles grau in Gold zu verwandeln schien. Das Leid war nicht geboren alleine aus dem Tag, aus der eigenen Gegenwart, und es ließ sich nicht bannen durch ein Zauberwort. Von weit war es gekommen, weit ging es und weiter noch, als der fort war, der ihm mit immer neuen Lebensentwürfen begegnen wollte und doch lernen musste, es gibt kein Entkommen. Franz Fühmann, ich war wie Hunderttausende meinesgleichens ein junger Faschist. Habe wie Sie gedacht, empfunden, geträumt, gehandelt und hätte in Auschwitz nichts anderes getan als die anderen auch. Du hättest in Auschwitz vor der Gaskammer genauso funktioniert, wie du in Charkow oder Athen hinter deinem Fernschreiber funktioniert hast. Ich bin über Auschwitz in die andere sozialistische Gesellschaftsordnung gekommen. Über die Gaskammer bin ich zu ihr gekommen. Entschuldigung, das ist ein Fehler. Das T muss weg. Unbedingt. Schrecklich. Entschuldigung. Über die Gaskammer bin ich zu ihr gekommen und hatte es als den Vollzug meiner Wandlung angesehen. Franz Fühmann hatte Dichter werden wollen. Rilke und George halten aus seinen frühen Versen, die 1942 bei Ellermann in Hamburg gedruckt wurden. 5 Gedichte mit Titeln wie »Jede Nacht erglühen neue Sterne« oder »Nacht am Peipussee«. Das gehobene nationalsozialistische Kulturblatt, das Reich, stets unter der jeweiligen Schirmherrschaft eines Leitartikels aus Josef Goebbels Feder, zog nach. Man druckte ihn. Eine Zeit, die ihn, den deutschen Wehrmachtssoldaten, in die Vorlesung, die Bereitschaft zum Untergang als Zentralkern germanischer Weltanschauung einer Athener Fronthochschule geschickt hatte. Die Bereitschaft zum Untergang als Zentralkern germanischer Weltanschauung. Da schrieb er dann sich Verse und anderen ins Poesiealbum und die klangen so: Das Meer erdröhnte dumpf an hellen Küsten, ein Abend nahe dem Meer, das war Gebot. Wir haben nichts mehr in uns, auch wir müssten so weitergehen in den Alltagstod. Da war Fühmann 22 Jahre alt, 22, das ist einer seiner Zahlen, er liebte Zahlen. In Zahlen zu lesen, als öffnete sich vor dieser Lektüre die Welt, das hat Vorläufer, er hat sich diesen Vorläufern angeschlossen. Dem Glauben ans Germanische folgte der Absturz haltlos und halt erst, wenn Sie dieses Pathos mir gestatten, am Höllentor in der russischen Kriegsgefangenschaft. Die Hölle des Nichts und der Nichtigkeit und aus diesem Nichts, wie Phönix aus der Asche, kehrte ein Geläuterter und Absolvent der Antifa-Schule 1950 zurück in ein halbes Deutschland. Der nun 28-Jährige nahm das Halbe als Ganzes, schied gut hier, böse dort, und wollte glauben, dass der Himmel auf Erden nicht eine Sache des Glaubens, sondern glaubhaft zu verwirklichen sei. Ein kostbarer Augenblick seines Lebens, der ihm, als er dessen trug und lug und lug und trug, dessen Terror und Unrecht durchschaute, beinahe Kopf und Kragen kostete. In den 50er Jahren zerbröselte jene prophezeite und gewünschte Glückseligkeit. Qualvolles Grau breitete sich aus, sumpfig modernd. Nur im Schreiben erhellte sich dieses Dasein.
Der Kulturfunktionär stieg aus der Führungsriege der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NDPD, eine Blockpartei, aus, streifte die Schuhe, die wieder Stiefel zu werden drohten, ab und probierte einmal im Bild bleibend neues Schuhwerk. Und zum Schluss sind es, weiter im Bild, dünnsohlige Sandalen mit den Fühmern. Eine Insel in was für einem Meer findet. Ein Zitat aus diesem Buch, das ich liebe. Die Entfaltung eines jeden als Bedingung der Entfaltung aller. Die Samariteranstalt Fürstenwalde ist dabei und dafür ein Beispiel. Diese Fotografien von Dietmar Riemann machen es sichtbar. Ich habe eine aus dem Umkreis dieses Bandes gerahmt, an die Wand des Raumes gehängt, in dem ich arbeite, esse und schlafe. Es ist ein Porträt Monikas. Ich lerne von ihr, auch auf den Knien zu gehen. Wir sind angekommen, meine Damen und Herren. Hier haben wir die ersten Taschenkalender vor uns liegen. Das müssen Sie sich vorstellen. Gab es ältere? Wir wissen es nicht. Hatte Fühmann nicht schon vorher den Tag fixiert? Wahrscheinlich. Aber Sie haben den Weg in die Nachwelt nicht gefunden, wie auch immer. Wir halten also den Fluss dieser Fühmannschen Beschwörung bis in die 80er Jahre an. Die Literaturgeschichten lassen wir geschlossen. Vielleicht lesen Sie danach in ihnen nach, was Fühmann dort, über Fühmann dort geschrieben ist. Die Monographien, von denen es einige gibt, schieben wir vorsichtig, natürlich, respektvoll, selbstverständlich beiseite. Uns ist, als sei der Mensch, dessen wir gedenken, nicht geeignet, ihn in Formeln zu zwingen. Ist sein Wert auch als Ware auf dem Markt wohlfeiler Worte zu bestimmen, so scheint uns die Rechnung nicht zu stimmen. Uns reizt noch einmal der Mensch, der Schreibende, der Wortsucher, der Widerständler im weitesten Sinne. Wo sollen wir ihn suchen? Der Vortragstitel deutet eine Richtung an, in einer Notierungswelt des Unmittelbaren. Dort, wo das Wort noch nicht ins Literarische umgeschmolzen zu werden braucht, dort, wo es noch seine Unmittelbarkeit lebt und sich als Rohstoff frei und vielleicht unbändig fühlt, in seinen Taschenkalendern. Vielleicht lächeln Sie oder sind nachdenklich, wie Frau Kreuzzahler. Was soll das groß werden? Wer hat nicht ein Büchlein, in das er sie dies und das und vor allem Unausgegorenes oder den Tag nicht Überlebendes festhält? Termine, die gegenstandslos werden, sobald man sie erledigt hat. Namen, die Schall und Rauch sind für den, der nichts mit ihnen zu beginnen weiß. Und so weiter und so fort. Man hat Fühmanns Taschenkalender mit spitzen Fingern angefasst, als habe man nichts Gutes von ihnen zu erwarten. Fast dankte man dem gütigen Geschick, als man sah, was sie enthielten. Weitgehend kaum oder nur schwer Entzifferndes. Zitat, handgeschriebenes circa 500 Seiten oder sind es 5000, aber das können Sie nicht lesen. Zum Teil Privatkürzel und Privatstenno, schrieb Fühmann an Klaus Günzel im Mai 1982. Ich kann es nach einer bestimmten Zeit selbst nicht mehr entziffern. Ganz so schlimm liegen die Dinge nicht und Fühmann hat, so bezeugt ein Eintrag, alle 10 Jahre, auch das ist eine typische Handlungsweise von Fühmann, Leben zu gliedern durch Zahlen, durch Jahre, durch wirkliches Eintakten. Allen 10 Jahren den Packentaschenkalender herausgekramt, um zu sehen, was es nach der vergangenen Zeit mit der Gelebten auf sich hat. Ob er geblieben war, den er annehmen musste, oder ob er sich, sein tiefer Wunsch, gewandelt habe, zum Besseren, natürlich zum Angestrebten. Die Zweifel, die er an solchen Wandlungen hegte, hat er wiederholt ausgesprochen. Nirgends so deutlich wie im Tagebuch seiner Ungarnreise, aus dem ich vorhin zitiert habe. Ich bin ein Faschist, Anfang der 70er Jahre. Und in dem Buch über seine Trakel-Lektüre und die eigene Lebensgeschichte, die mit dieser Lektüre verbunden war. Ich zitiere ihn: Ich hatte das Werden eines Menschen bislang als ein Nacheinander gesehen, nun begriff ich, dass dies Werden auch ein Zugleich ist. Du verlierst nichts von dem, was du einmal warst und bist gewesen, was du erst wirst.
Dem Beweis konnte kaum ein Lebenszeugnis beweiskräftiger antreten als die Taschenkalender, als die Notizen für den Tag in ihrem Wandel wie in ihrer Konstanz. Fühmann hat mit dieser Notierungsform experimentiert. Was gab sie her, um zu ergründen, wer man war und welche Schuld man trug und welche man abtrug mit jedem Tag? War der Nationalsozialist, der er gewesen war, noch Teil seiner heutigen Existenz? Ließ er sich tilgen? Wo blieb das Getilgte? Genügten andere soziale, politische und existenzielle Umstände, um ein anderer zu werden? Und was für ein anderer war das? Der erste Taschenkalender, den wir vollständig haben, stammt aus dem Jahr 1960, ein Jahr vor dem Mauerbau. Fühmann hatte seit 2 Jahren den Funktionärsanzug ab und den Schreibtisch freigelegt. Keine Akten oder Parteipapiere belasteten ihn, stattdessen Entwürfe für Kinderbücher, für Erzählungen, Auszüge aus literarischen Erlebnissen, die nichts verloren gehen sollten. 1957 etwa, seht her, wir sind's. Und 1959 die Geschichte von Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte. Hier stocke ich nur einen Augenblick, weil dieses Buch habe ich mir wirklich erst erworben, als ich für Sie an diesem Beitrag gearbeitet habe. Wofür Fühmann wusste es nicht. So eruptiv er Projekte aus sich herausschleuderte und in faszinierender Überzeugungslust in den Verlagsraum stellen konnte, so grausam verwandelten sie sich für ihn in monströse Arbeits- und Schreiblasten, denen er sich gewachsen zeigen wollte und keineswegs immer gewachsen war. Als er den Parteiposten hinwarf, wollte er das sich verändernde Leben in der DDR kennenlernen. Der Bitterfelder Weg, der das empfahl, politisch, kulturpolitisch, interessierte ihn keinesfalls als Parteivorgabe, sondern als eigenste, als persönliche Herausforderung. Wie kann ich, der ich nicht so aufgewachsen bin, als Arbeiter tatsächlich meine Tage verbringen? Nur wer wusste, wie die lebten, die ihr Brot mit harter Arbeit verdienten und den sozialen Wohlstand aller sicherten, der konnte ein gültiges Wort aufs Papier bringen, so damals seine Gewissheit. In der Rostocker Warnow-Werft reihte er sich unter die Arbeiter und wurde keiner. Das schrieb er dem Minister. Er lernte aber keine geringe Leistung schweißen. Und nichts schweißte ihn hinein in diese Fremdheit. 1960, 61, Kabelkran und Blauer Peter. Nehmen wir den Taschenkalender, blättern wir in ihm, was finden wir? Erst einmal einen ganz eigenartigen Kalender. Der heißt nämlich Der Genossenschaftsbauer, 5. Jahrgang 1960. Ein Vorwort ist ihm vorangestellt, nicht von Fühmann, sondern gedruckt. Es sollte den Benutzer den Weg weisen, das ist immer gut. Unser vorliegender Taschenkalender wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung unserer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften im 7-Jahr-Plan und der Beschlüsse der 6. Konferenz der Vorsitzenden und Aktivisten der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften neu zusammengestellt. Möge er ein ständiger Begleiter und treuer Ratgeber bei der Erfüllung der täglichen Aufgaben im Jahre 1960 sein. Wo hatte ihn Fühmann her? Keine Ahnung, möglicherweise gab es einen Kaufengpass bei Kalendern. So musste er sich, wie man es gefallen lassen, etwa im Juli aufgefordert zu werden, in den Brigaden und der Mitgliederversammlung Produktionsergebnisse auszuwerten. Und im Dezember ließ er sich mahnen, die Unterlagen für den Rechenschaftsbericht zusammenzustellen. Fühmann ließ das, als es eigentlich provozierte, unkommentiert, es ging ihn nichts an. Anging ihn allerdings, was seine Arbeit, was seine Schreibarbeit betraf. Wir erfahren, dass er im Januar in Rostock der Werft sich nähernd angekommen ist. Wir sehen ihn Skat spielen mit seinem Hinstorf-Verleger. Wir sehen ihn verstrickt in Drehbucharbeiten für die DEFA. Das Drehbuch zu einer Kriegsgeschichte wird nicht an- bzw. abgenommen. Ein Text zu 15 Jahre Befreiung ist zu schreiben und ein anderer über einen Abschnittsbevollmächtigten auch, ich zitiere aus dem Taschenkalender, ABV Scheiße.
Scheiße ist auch, wenn der Fernseher, den er schon hat, kaputt ist und gut geht's ihm, bastelt er gleichzeitig an dem Text Reinicke Fuchs und Böhmen am Meer und fällt ihm dabei auch noch eine ABC-Geschichte ein. Sie wird später als lustiges Tier-ABC viele Auflagen erleben und noch mehr Kindern einen Heidenspaß bereiten, nicht zuletzt durch die Zeichnungen von Erich Schmidt. Endlich kotzt ihn die DEFA-Arbeit so sehr an, dass er die Vertragsauflösung betreibt, sich aber noch über einen unverschämten Brief, das sind natürlich alles Zitate, würde ich nie sagen, sich aber noch über einen unverschämten Brief der DEFA in Reaktion ärgern muss. Die Filmpremiere von Die heute über 40 sind, erlebte er als guten Erfolg, nicht aber die Pressekonferenz danach. Zitiere, die organisierte, böswillige Idiotie, anders kann man das nicht bezeichnen, so heißt es, pfeift drauf. Während er an Werft, also das später Kabelkran und Blauer Peter heißen sollte und ein guter Erfolg war und vor allem die Literaturgeschichte geschrieben hat, schwitzend arbeitete, vergaß er nicht, was zu jedem Tagebuch gehört, nämlich Privates, etwa dass Tochter Babsi einen ausgezeichneten Aufsatz im Frühling verfasst und den Freischwimmer allerdings mit Flossen erworben hat und vergessen wird, dass unter dem 25. Oktober 1960, einem Dienstag, unser 10. Hochzeitstag ist. Das kennen wir. Vielleicht nicht das Vergessen der Hochzeitstage, aber das Mischmasch. Dem Kulturminister schickt er von gleich zu gleich, was ja eine Probe wert gewesen ist, einen Brief. Es wird der letzte nicht sein. Und ein Wort findet in den Kalendern, das zum Unglückswort wird, nein, nicht das Wort, sondern die Not, auf die es verweist und aus dem die Not kam, die Abhängigkeit von Alkohol. Alkohol so unter dem 28. Dezember 1960 und Doppelpunkt nichts. Schlimmeres gab es für Fühmer nicht, untätig sein, kein Vorhaben, das alle Energie bindet, jene Langeweile am Augenblick, der dem Leben den letzten Wert nimmt. Das schöne Fernsehprogramm am Jahreswechsel ist kein rechter Trost, West leider, notiert er, also Westfernsehen. Nein, bitte sorgen Sie sich nicht. Auf diese Weise sind die Kalender keineswegs bis zu Fühmanns Tod 1984 durchzubuchstabieren. Doch gibt diese kleine Zusammenschau einen Begriff vom Profil. Es wird in seiner Grundstruktur so bleiben, doch nimmt die Notierungsdichte zu, nicht gleich, nicht konstant, aber ganz entschieden in den 70er Jahren. Je entschlossener Fühmann sich dem Schaffen eines Werkes zuwendet, darauf werden wir noch kurz kommen müssen, an dessen Gültigkeit und Dauer nicht zu rütteln sei, je mehr ihm Schreiben eigentlicher und letzter Daseinsgrund wird, umso mehr zog er sich in die Welt Märkisch-Buchholz zurück. Und je unverzichtbarer wird ihm die tägliche Rechenschaft im Taschenkalender. Der unter jesuitischer Schirmherrschaft die ersten Schuljahre verlebte, er wird deren Grundverständnis, dem Dasein Schuldner zu sein, nie ablegen. War ihm Gott möglicherweise auch abhanden gekommen, wie wir vermuten dürfen, in die Tiefe seines Innerns schauen wir nicht, so blieb die Kraft der Lebensgebote, deren Sinn Fühmann nicht bezweifelte. Also der Jahreswechsel in das Jahr 61. Man war kurz nach Mitternacht schlafen gegangen, kein Kater verdarb den ersten Tag des neuen Jahres 61, das über die nächsten knapp 3 Jahrzehnte entscheiden sollte wie keins zuvor. Fühmann hat Herzschmerzen und beschränkt sich auf dunkle Andeutungen über den Grund. Eine Kloake und ich zu feige. Es rumort, er erlaubt sich Zeichen, aber ihn quälen, die ihn quälen und gegen das Herz gehen, das noch einmal von Herzen Ja sagen will, auf der richtigen Seite schlagen und stehen möchte, nachzugeben, das möchte er, das widersteht ihm, widerspricht ihm. Ich wollte mit dem Trinken aufhören, doch es ging nicht, ich will nicht, ich kann nicht. Der Taschenkalender spiegelt, mit welcher Energie Fühmann seine Dichtungsneigungen nachging und was sie kosteten. Ein Vorhaben folgte dem nächsten, parallel zu arbeiten, eine Selbstverständlichkeit.
Man hat vermutet, dass Fühmann erst später, nach 1968 oder sogar erst in den 70er Jahren, einen nicht mehr zu dämpfenden Verdruss am politischen System, an der politischen Kaste in der DDR hatte. Die Kalender, Sie haben es schon gehört, bezeugen anderes. Ihn nervten die ideologiegetränkten Pläne mit ihren eingespielten Ritualen. Ihn verdross, das ist ein Zitat, dieser fieseste Funktionärsstil, als unerträgliches Geschwätz empfand er die Debatten im Vorstand des Deutschen Schriftstellerverbandes. Mein Gott, ich hasse diese Kulturtöter bei uns, ihr steifes sächsisches Lächeln, das so unfehlbarkeitsgleich in den Abend spricht. Im März sah er sich die bahnbrechende Expressionismus-Ausstellung in West-Berlin an und im Westfernsehen politische Filmausschnitte und konnte nicht begreifen, warum sie nicht in der DDR liefen. Böhmen am Meer, eine seiner damals und auch noch später in ungemein erfolgreichen Erzählungen, war ihm schon, ehe er sie wegschickte, zitiere da auch, ein entsetzliches Zeug, ein Mist, den er mit der Heidi-Geschichte in einen Topf warf. Und dennoch, als am 13. August 1961 die Grenze von DDR-Seite aus zugemauert wurde, notierte er, West-Berlin ist zu, gut so, das ist gut. Endlich sei, so unter dem 14. August, dieses fast unerträgliche Stilltreten beendet worden. Eine Vorstellung, die er mit nicht wenigen Kulturleuten teilte. Und in gleichem Atemzuge, im gleichen Zuge fürchtete er wie viele den Dritten Weltkrieg und beobachtete besorgt, wie man im Märkisch-Buchholz Hamsterkäufe tätigte. Aber schon einen Monat später war die Zufriedenheit mit diesem brachialen Schritt geschwunden. Er griff wieder zur Flasche, ihn bekümmerte die Tochter in Jeans und es jubelte in ihm, entdeckte er bei ihr Spuren jener Souveränität, die ihm fehlte. Ungarn wurde ihm schon jetzt eine Form des anderen Lebens, Budapest als das, was Ost-Berlin nicht war. Als Christa Wolffs Moskauer Novelle im Druck erschien, kommentierte er im Kalender, ach bitte recht sehr, nein, ach. 1963 jährt sich der Bau der Mauer zum zweiten Mal. Der Taschenkalender bot nicht mehr Handlungsmuster für genossenschaftliches Verhalten, hieß nun Tagesplan, Buch und war sich treu in der Mixtur, die er erzeugte. Sigmund Freud Lektüre griff in Fühmanns Schreiben nachhaltig, als begriffe er mit ihm und mit dieser Lektüre, was sich ansonsten allem Begreifen und allen Begriffen entzog. Wie immer intensivierte er sein Lesen, sein Schreiben und die Buchanschaffung exzessiv. Sie wucherten derart, dass er später seinen Die Arien einen kleinen Mahnungs- und Vorsatzkatalog voranstellte. Darunter fast immer die Reduktion des Bücherflusses, mich von 1000 Büchern trennen. Das sind die Summen, die wirklich stimmen. Keine Rhetorik. Fühmanns Körper rebellierte, er ist Anfang 40. Das muss man sich bei ihm vergegenwärtigen. Zu früh, psychosomatisch, psychisch, war er ein Hypochonder, ich weiß es nicht. Die Organe schmerzten, er notiert es, die Zähne zahlten Tribut falscher Ernährung und fehlender Pflege während der Wehrmachts- und Gefangenenzeit. Das alles minderte die Lebensfreude und ihr Verlust, die Lust an der Arbeit. Projekte häuften sich, keines wurde abgeschlossen, jedes eine neue Hoffnung, ein Ausblick. Im Februar besuchte er den Literaturrat, 63, den Literaturbeirat im ZK der SED und verließ ihn mit einem klaren Entschluss, dorthin werde ich nicht wieder gehen. Provinz, Provinz. Wie charakteristisch, wenn er als Christa Wolffs Der geteilte Himmel herauskam, einen mehrfachen Wechsel von Ja und Nein, Ja und Nein. Und Nein notierte. Immer wieder schien die Sogkraft an etwas glauben zu wollen, da das Gute sei, ihn zu ergreifen, und kaum gab er ihr nach, war er erschüttert. Die Taschenkalender hält Fühmanns Kopfschütteln fest, sein Auf den Tisch schlagen, sein Aufstampfen. Darüber drohte die große Gefahr, das Werk sich zu zerstückeln und unter die Räder zu kommen, ehe es überhaupt da war. Das setzte sich 1964 fort. Die Taschenkalender, kein Zweifel, waren kein Hort von versuchter Einvernehmlichkeit. Weder mit der Welt noch
mit der DDR noch mit sich. Wäre Gnade ein Wort ihm, dann hätten alle drei vor seinem Richterstuhl keine gefunden. Sie taugten nichts. Und die Frage, die sich mit jedem Tag stellte, mit jedem Jahreskalender, der ad acta gelegt wurde, kann dieses mein Leben noch glücken? Und was wäre diesem Leben Glück? Wir müssen unser Leben ändern, heißt es im Februar 1964 in Abwandlung des von ihm verehrten Rilke, dem er als junger Dichter noch nachgefolgt war, und seines Gedichtes »Der archaische Torso«. Nachfolge drohte zu scheitern, erstrebte sie möglicherweise auch nicht mehr an, aber was dann? In diesen Jahren regte sich etwas, was vielleicht schon längst Lebensgegenwart und Not gewesen war, nun aber sollte es produktiv gemacht werden, das Träumen, der Traum. Fühlmann, Literatur und Kunst erfahren, wusste um deren Potenzial, jetzt aber stellte er die Frage, welches Potenzial konnten sie für ihn haben? Und wie waren sie, die, wollte man sie packen, sich auflösten, ins Vergessen, ins Wort zu zwingen, im Poetischen zu bannen? Entsetzliche WM, Gedankenstrich KZ, Gedankenstrich Träume. So die erste Notierung dieser Art. Nicht Inhalt, sondern Etikett. Wehrmacht, Konzentrationslager, WM, KZ. Zwei Albwörter, denen Fühlmann bis zum Lebensende nicht entkommen wird, erweitert um Gefangenenlager und Sexualität. Der Gefangene, der keine Papiere hat und bleiben muss, dem die Beine erstarren, der erneut in Gewalt gerät, der zurückbleibt, während alle fort sind. Varianten dieser Art finden Eingang in die Taschenkalender, Träume. Am 31. Januar 1965 vermerkte er, tolle Träume, begonnen mit einem Traumtagebuch als Hauptarbeit. Es hörte nie auf, erst der Tod brachte die Erlösung. Die Harmlosen bereiteten ihm Vergnügen, etwa ein solcher. Ganz klarer Traum, Tafelrunde mit Kaiser Wilhelm II., den ich mit Späßen ergötzte. Oder auch dieser etwas tiefer gehende Traum, also Zitat, Traum, Doppelpunkt, A. Segers ist aus einem Fenster gestürzt in der Gestalt der 30-Jährigen, ganz tief zerschellt auf der Straße, alles stimmt. Hier schob sich auf merkwürdige, fast wie erfunden wirkende Weise die bekümmerte Erfahrung mangelnden Muts bei Anna Segers im Urteil Fühmanns hinein in den Traum, gab im Halbwachen Gestalt, was im Wachen dunkel bleibt, undurchdringbar, merkwürdig. Als eine Erfahrung, der nicht auf den Grund zu kommen, aber doch auch lehrreich war. Quälend waren die Träume, die zurückgehen auf die männliche sexuelle Erfahrung in Wehrmacht und Gefangenenlager. Auch da Zitat, wahnsinnige Traumwelt beginnt mit homosexuellem Petting, mit jungem Mann, Rückfahrt durch Berliner Vororte, Orgien und Exzesse in wahnsinniger Variation, Morgenstunden, Wache, völlig zerschlagen auf. Und am 14. Dezember 1978 vermischt sich mit den Traumwelten die Tagwelt, vermischten sich mit den Traumwelten die Tageswelten. Not und Notstand durchdrangen sich, Sexualität und Politik und Literatur verschmolzen in einem Traumgebilde, das Fühmann nicht zu fassen wusste oder nur so eilig, dass die Lektüre des Überlieferten kapituliert vor einem schriftlichen Notat in nächtlich dunkler Stunde. Tee besser, mit Männern schlafen, ja, wieder diese Bedenken, also gut, dann wird's halt eben nicht gedruckt, es bleibt so, basta. Fühmann spürt die poetische Substanz dieser Traumbilder. Er plant ein Buch mit den prägendsten, aber erst seine Lektorin Ingrid Prignitz wird aus dem Nachlass den Versuch einer solchen umfassenden Publikation wagen, unter dem Paranias, der Titel Traumerzählungen und Notate. Aber der Blick in den Nachlass wird ganz andere Dinge zutage noch fördern. Die genauer hingesehen haben, sie entdeckten, dass diese Werkspur Fühmanns einen langen Vorlauf hatte, wie sein ganzes Werk wurzelte auch das literarisch Aufbereitete der Träume in einem didaktischen Impuls.
Fühlmann war Aufklärer, ein Erklärer der anderen, aber immer erst einmal sich selbst Klarheit verschaffen wollte und musste. Daraus entsteht, darauf kann ich gar nicht eingehen, in der Ästheistik ein Ich von wirklich singulärer Gestalt. Viele von uns sind davon bis heute fasziniert und begeistert. Wer sich als böse wahrgenommen hatte und dem Bösen zugeschlagen wurde, der wollte jetzt, ich hatte es gesagt, an das Gute glauben. Nein, der musste es, wollte er aus seiner bisherigen Existenz heraus, die vom Dunkel verhüllt war, dem das Morgenrot die finsteren, beklemmenden Träume nicht verjagte, der sang dessen Lied und machte sich zu dessen Propheten. Aber Fühlmann merkte bald, dass dieser Weg hier wie dort ins Leere läuft, ohne Spannungsbogen, ohne Kunst, nichts als Kunstfertigkeit, Zeigefingerliteratur. Strenges Urteil von ihm. Wer diese Spur aufnimmt, noch einmal, er wird im Nachlass, der eine kompakte Sammlung von Traumliteratur und Skizzen überliefert hat, in einem atemberaubenden Maße fündig. Alles, was bisher erschlossen ist, stiftet nicht mehr als Vermutungen. Im Nachlass liegen Tatsachen. Es ist kein Zufall, dass Fühlmann, als er im Verlauf der 70er Jahre den Tisch voll verlogener, ideologischer, politischer, die Gehirne verklebender Giftstoffe weggefegt hatte, geradezu heimgesucht wurde von Angst und Albträumen. Das ist tief ernst zu nehmen und ein Schlüssel für sein Werk und für das, was er geschrieben hat, auch das Unveröffentlichte. Immer wenn uns Götter abhanden kommen, verschlingt uns der Abgrund, in den sie gestürzt sind. Statt Verklärung schaffen Träume Klarheit. Fühlmann hält und hält diese Klarheit nur unter Schmerzen aus. Allein Kunst, allein Poesie, allein Psychoanalyse, von deren intensiver Aneignung die Taschenkalender Beleg auf Beleg enthalten, versprachen ein Überleben. Und es war ein Überleben, nicht mehr, aber weniger auch nicht. Das Tagebuch nahm diese geistigen und körperlichen Bewegungen auf, dokumentierte sie, fixiert sie und verlor bis zum letzten Eintrag unter entsetzlichen Tumorschmerzen nicht den Glauben an deren Kraft. Die Taschenkalender, wir merken es, sie sind Speicherorte. Ihre Tanks sind immer leer und bereit, immer Füllung aller Schreib- und Ausdrucksart aufzunehmen. Sie zensieren nicht und sie manipulieren nicht, jedenfalls so lange nicht, wie sie nicht absichtsvoll intentional behandelt werden. Hat Fühlmann, als er seine Einträge im Taschenkalender notierte, uns, die Nachwelt, vor Augen gehabt? Haben wir die Feder, die bunten Stifte mitgeführt, ohne dass es Fühlmann wusste und wir natürlich noch viel weniger? Vieles spricht dagegen. An Lesbarkeit war Fühlmann, ich hatte es angedeutet, nicht gelegen. Er hatte keine schöne Schrift, auch wenn er wiederholt versucht, durch Druckbuchstaben und Farbvarianten dem Bild seiner Schrift eine anziehende Gestalt zu verleihen. Gerade weil er darin nicht konsequent war, zögert man in ihm einen manipulativen Diaristen zu vermuten. Er mutmaßte fremde Leser, jedenfalls in den späteren Jahren, aber sie waren ihm nicht geheime Adressaten. Er nahm sie in Kauf und schlug sie durch seine Eintragungspraxis in Acht und Bann. Waren sie nicht schriftkundig und waren sie von Stenografischen überfordert, hatten sie Pech, nicht sein Pech. Blättern wir noch ein wenig weiter und so absichtsvoll wie möglich. Nicht ein Fühlmann, den wir kennen, wollen wir finden und Sie vielleicht, wenn Sie ihm später nachgehen, noch einmal auch, sondern einen Verborgenen, einen Unbekannten, einen im Schreib- und Lebensprozess Versunkenen. Dabei stoßen wir auf etwas, was bisher nebenher lief und doch Hauptsache ist und wiederholt hier als Wort auftauchte. Wie kaum ein anderer Schriftsteller seiner Generation hat Fühlmann einen Begriff vom Werk. Wilhelm Förster, der Bildhauer, wurde ihm in seiner Radikalität Vorbild und Mahner, unter anderem er. Für ihn war jeder, der sich der Kunst verpflichtete, in der Pflicht. Er hatte alles zu geben. Das kam Neigungen, Intentionen Fühlmanns entgegen. Ohne Rest, ohne Hintertür. Im Diarium lesen wir, dann Wilhelm Förster, unser alter Disput und er hat recht. Wir scheinen uns systemimmanent zu verhalten als Opposition. Wie Schatten in unserem Gegenstand einfach darauf pfeifen, Werk schreiben, ganz egal was passiert, unsere Zeit nutzen. Förster, der
an einem Stein monatelang herumhämmern konnte, um ihn misslungen an einem Meißelschlag zu zertrümmern. Dieser Förster billigte ihm das Recht zu, sein individuell Erfahrenes absolut zu nehmen und zu geben. Wo Pflicht und Recht sich existenziell aufhoben, konnte entstehen, was Fühmann gleichermaßen alles war: Kunst. Was immer das ist. Dafür warf er alles in die Waagschale, sprengte sein Familienleben, attackierte seinen Körper. Die Körperlichkeit gehörte ihm zum ganzen Künstler. Wenn er sich für das neue Jahr etwas vornahm, neben dem Absetzen von Büchern, dann war der Körper und seine Erscheinung eingeschlossen. Vor allem bedeutete das Abnehmen, bedeutete das Entschlacken, bedeutete das Reinwerden, sich innerlich wie äußerlich eine ansehnliche Gestalt zu geben. Fühmann glaubte an eine Selbstbildung und Erziehung. Er tat alles, um dem Bild, das er sich von einer solchen Erscheinung versprach, nahe zu kommen. Ich möchte neu beginnen, notierte er unter dem 19. April 1968 und unter dem 29. April 1968. Ab jetzt eiserne Diät, nur Bier, keine Suppe, keine Kartoffeln, keine Knödeln, kein Kuchen, kein Fett. 1972 wollte er 20 Kilogramm abnehmen und musste am Ende des Jahres resigniert den Schuldstein ausstellen, misslungen. Aber er ließ nicht locker, und wer sich Fotografien von ihm über die Jahre ansieht, er wird plötzlich einen schlanken, einen hageren, abgemagerten Mann vor sich haben. Nichts wird den Betrachter mehr erinnern an jenen fettleibigen, unförmigen, übergewichtigen, der staatliche Orden entgegennimmt und als gefeierter Wein ausschenkt. Da sehen Sie ihn für das Bergwerk. Das ist eine These, aber nur eine unter anderen. Großes Abschlusswerk, nicht vollendet, dann herausgegeben aus dem Nachlass. Um in die Grube zu kommen, wollte er abnehmen. Das ist ein wunderbares Bild von Kannhäuser. Ich darf nicht das Manuskript verlassen. Also nichts wird den Betrachtenden mehr erinnern an jenen und so weiter. Fühmann glaubte an diese, in einem gesunden Körper stecke auch ein gesunder Geist. Fühmann glaubte an diese klassische Maxime, wie viele heute auch. Wir müssen noch einmal zurück zu dem Mann, der in kalter Wintersnacht und bei glühend heißen Temperaturen an seinem Jahr, an seinem Werk arbeitete, um sein Werk rang. Nicht mit seinem Gott und dem Ruf, erlasse ihn nicht, es sei denn, er segne ihn, sondern im Tagesrapport mit seinem Taschenkalender. Wenigstens eine Kostprobe. Es hat keinen Sinn, man muss es schreiben, man muss erst schreiben. Und sofort dringt es weiter. Höllensturz im Zeitraffer. Keinen Text, der ihn quälte und beglückte, über dessen Entstehen und Gedeihen er nicht Rechenschaft ablegte. Wieder Zitat: Die Scheißbagatelle, es geht und geht und geht nicht über Seite 10 hinaus. Und dann, ein paar Tage später: Bagatelle fertig und gut. Wie viele Stellen dieser Art ließen sich finden und lesen? Und wenn man sie in einem Zuge liest, ist man mit ihm niedergeschlagen und beglückt, wenn das plötzlich steht, und liest den Text. Zwischen verfehlt und vollendet war nicht selten ein Wimpernschlag oder im Kalendariummaß ein weiter geblätterter Tag. Und immer sind wir berührt von dieser kindlichen Freude an Gelungenem und der kindischen Wut über Missratenes. Schluss mit Haufen, jetzt bricht alles zusammen, ich hab's zu Ende, wenigstens den Einfall, dann Orange weiter. Leute, fertig, Haufen, fertig. Fast ist es gleichgültig, welcher Text gemeint ist. Dieser hier, er steht bald im Science-Fiction-Buch, dass die hohe, das habe ich zuerst ohne Anführungszeichen kleinen geschrieben, jetzt habe ich die eingefügt, dass ich da hinten in der Ecke saß. Also die hohe Literaturwissenschaft hat das Buch unverständlich verrissen und die niedere natürlich auch in Anführungszeichen Leserschaft verstehend beklatscht. Fühmann hat sich bei Lesungen darüber sehr gefreut. Solche Notierungen ziehen sich durch alle Taschenkalender, vor allem jenen der 70er und 80er Jahre bis zu Fühmanns Tod. Er musste sich selbst tadeln oder loben, weil das DDR-öffentliche Lob durch einen Spiegel gebrochen wurde, den die Zeit zerschlagen hatte.
Als er mit seinem Trakelbuch begann, aus Verzweiflung, im Absturz und im Willen, auch noch den letzten Faden zu greifen, der Halt versprach, da reihten sich die Einträge in ihrem Hoch und Tief derart charakteristisch, dass man sie am liebsten in einer endlosen Kette zitierte und irgendwann auch langweilte, vielleicht langweilte ohne Ende. Montag, 26. Februar 1979, Etappeneinträge, früh auf 3C, das sind immer solche Kapitel. Ich scheine jetzt eine brauchbare Methode zu entwickeln, sehr starker Mocker, sehr intensiv arbeiten, dann nach 3 Stunden eine Viertelstunde am Schreibtisch schlafen und danach wirklich hellwach und durchhalten bis spät. Kenne so einen Mittagsschlaf kaum, aber jetzt kommen ja wieder die Tiefs. Aber ich habe was geschafft. Eine Woche im Voraus. Mit großen Zeichen und mit großen Plakinen werden diese Taschenkalender begleitet. Wer will teilhaben an solcher Verzweiflung eines Autors über einen falschen Abschnitt, über eine nicht gefundene Lösung? Wer an solchem Ringen? Wer klagt über einen Zeitplan, den der nicht hielt? Und wir haben das Buch in der Hand, ein großes Buch, das über die Dichtung Georg Trakels und das Leben Fühmanns eines Teils. Ich könnte sagen, ich. Und tatsächlich, ich kann mich diesem großen Ernst nicht entziehen. Noch einmal habe ich das Buch, das Trakelbuch gelesen, neben mir die Tageskalendereinträge zurückgeworfen und vorwärts gerissen, folgte ich den Schreibbewegungen. Eine Ahnung der Anstrengung ergriff mich und in der intensivsten Phase hätte ich einiges darum gegeben, Fühmann einmal, wenigstens einmal, meinen demütigen Respekt vor dieser Schreibarbeit auszusprechen. Als hätte er das nötig gehabt. Warum lebte einer, wie Fühmann lebte? Warum riss er das Ruder nicht herum? Warum machte er es sich nicht bequem auf der Couch am Strausberger Platz? Alles war gut gefügt, Kindergeschichten, wir werden es morgen noch hören und ich freue mich darauf, was Christine Schulz uns dazu sagen wird. Kindergeschichten gingen ihm gut in der Hand. Es war, als ob er dort die Schuld, die er empfand, gegen eine Unschuld austauschen konnte. Mythische Nacherzählungen, man riss sie ihm aus der Hand. Aber dieser Fühmann, er kappte die sanften Seidenseilen, er schob den gedeckten Tisch beiseite. Ausschau hielt er nach anderem. Kaum wissen wir wirklich am Ende genau, wonach, ahnen es. Am Beispiel einige habe ich angedeutet, im besten Falle. Vielleicht auch nach jenem dritten Weg, dessen Nicht-Existenz jeder Schüler und jede Schülerin in der DDR auswendig lernen musste. Ich habe übrigens die Erklärung vergessen, obwohl ich sie einige Male wiedergegeben habe. Der dritte Weg, dass er nicht geht. Als sei per Dekret der Fortgang der Menschheit abzusichern. Fühmann ließ dergleichen nicht durchgehen, am wenigsten sich selbst. Er träumte von Häftlingen, und Sie haben es gehört, und homoerotischen Anfechtungen, von Folter und Fegefeuer. In die Niederungen stürzte er, in denen er sich immer wieder glaubte, und bekam plötzlich Hölderlin in die Hand und schrieb: Hölderlin, Hyperion, und ich lese, wie verzaubert, hingerissen, taumelnd. Und nun ist es auf einmal dies Buch, die eine Offenbarung, sterben im Glück. Die Nachwelt, sie möchte ihren Fühmann. Der soll Essays schreiben von erhellender Einsicht, luzide in jedem Satz, weltbegreifend und sich selbst. Sie möchten sich räkeln, wenn sie Fühmann liest, so wie sich die Kinder noch heute zu räkeln vermögen, wenn sie von der Schnee, See, Klee, Fee aus dem Sprachspielbuch Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel 1978 hören oder lesen. Oder die Erwachsenen, die sich längst selbst wohlversorgt und behütet eingerichtet haben in Trakels dunkler, abgrunddüstrer und doch von Engelschein erleuchteten Welt geblendet sind. Was sie hier finden, ist ein Existenzkoloss, ein Suchtkranker und Lebensgeschädigter, ein Einsamer und mit der Menschheit seit Gedenken verbundener. Es ist einer, der auf das Wort setzt und den das Wort richtet. Wir müssen abbrechen, damit zitiere ich Franz Fühmann fast und darf es gar nicht, weil das am Ende seines Trakelbuches steht und ein ganz, ganz, ganz anderes Gewicht hat. Aber ich erlaube es mir noch einmal zu zitieren, mir selbst noch einmal nachzusprechen. Wir müssen abbrechen, leise die Tür schließen, von jenem Bungalow die Klappe der Garage herunterziehen und den unbeleuchteten Weg ertasten, der uns aus dieser Welt in die Vertraute von S-Bahn und Regionalzug bringt.
Der, der nach einem Tropfen Alkohol suchte, um die Nacht zu bewältigen, die über ihm hineinbrach, und der das brauchte, um in Blitzmomenten, die vorüber waren, ehe man ihrer gewahr wurde, zuzupacken, bleibt zurück. Ein gelungener Satz gegen gelinde 2-3 Lebensmonate. Was war, und das war sein Maß, unser Maß ist es nicht. Noch immer glauben wir, wir könnten Urteil sprechen über den Toten, im Guten wie im Bösen. Über diesen Toten, der literarische Texte hinterlassen hat, die ein Ganzes und nie ganz sind. Wir nehmen ihn beklommen bei der Schulter und führen ihn fort aus dem grellen Licht einer wohlmeinenden und vergesslichen Nachwelt und fort aus dem gedämpften Leuchten romantischer und romantisierender Pfade. Und jetzt komme ich wirklich und vielleicht auch wirklich zu Ihrer Erleichterung zum Ende. Ein letztes Stück geleiten wir Ihnen auf Abstand und in Zuneigung. Jene mönchische Gestalt, die längst in die märkische Sagenwelt gewechselt ist. Dort geht sie. Tag für Tag vom Bahnhof zu jenem Häuschen, das im Winter lehrt, das ihm Winter lehrt, klirrenden Frost zu ertragen und im Sommer sengende Hitze. Und die nichts und niemanden allein lässt, so allein sie selbst war. Man wünscht sich ihre Wiederkehr, aber wir wissen es, wiederkehrt nichts. Was bleibt, ist das hinterlassene Wort, sich dieser Hinterlassenschaft zu stellen. Ich habe zuerst geschrieben, würdig zu erweisen, aber ich glaube, zu stellen bleibt Gebot und ist Bürde. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie zugehört haben, etwas von diesem Leben zu hören. Vielen Dank. Entschuldigung, das habe ich, ich vergessen, wollte es einbauen, aber es ging dann nicht mehr. Das ist eine der letzten Karten, die Fühlmann aus dem Krankenhaus geschrieben hat an Wieland Förster. Wo er dann zum Schluss schreibt, also er hätte das Alleinrecht auf die Totenmaske. Und die Totenmaske und diese Kafka-Zeichnung aus dem ganzen Krankenhaus, ein ganz ergreifendes Dokument. Die Totenmaske, Wieland Förster hat sie nicht abnehmen können. Er war gerührt über das Angebot, aber hat es nicht machen können und hat es jemand anders machen können. Aber es ist eine unglaubliche Totenmaske, die von verschiedenen Seiten fotografiert wurde. Und jedes Mal hat man das Gefühl, es ist genau der Augenblick eigentlich erfasst, der erfasst werden muss, wenn es um eine Totenmaske geht. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst, die von ganz, ganz weit herkommt und vielleicht auch noch weit geht. Also das vielleicht als letztes Bild. Ja, ich rutsche rein. Okay. Vielen Dank für diesen beeindruckenden Einblick in einen wahren Schatz, als der sich ja so einen Taschenkalender-Nachlass erweist und erwiesen hat. Mir stellt sich da zuerst tatsächlich die Frage, wie Sie, Herr Berbig, denn an diesen Schatz herangegangen sind, um ihn zu heben. Also wie geht man mit so einem Wahnsinnigen, mit diesen vielen, vielen Hunderten, Tausenden Seiten um? Wo fängt man da an? Was ist Ihnen da zuerst auch wichtig gewesen? Ja, als ich von Christine Schulz gefragt wurde, hier so einen Einstieg oder einen Überblick zu geben, da war ich zuerst ganz begeistert, weil es wenige Schriftsteller und wenige Schriftstellerleben gibt, die mich so fasziniert haben wie das von Franz Fühmann. Ich habe es jetzt auch gemerkt beim Schreiben und vielleicht auch, dass das hält an. Es hält an. Erdmut Witzisler hat vor kurzem, als wir über Fühmann schon mal gesagt, wir haben ihn überlebt. Wir leben jetzt länger als er. Ja, das ist ganz erschrocken darüber und musste erst mal das so ankommen lassen. Und da können Sie vieles in den Literaturgeschichten nachlesen. Ich konnte nicht noch einmal wiederholen, was wirklich schon vielfach geschrieben ist. Die Taschenkalender waren
ich weiß gar nicht, wo ich es zum ersten Mal von Ihnen gelesen habe. Sie waren so ein Mysterium. Ich wusste, dass Sie hier sind und dass man vielleicht irgendwie Zugang bekommt. Und war in dem Moment, als ich an der Edition und an der Kommentierung des Briefwechsels mit Wieland Förster beschäftigt war, da waren einfach ein paar Fragen, wo ich dachte, das musst du doch rausgehen, musst du jetzt wissen, was das jetzt, was dahinter steckt, also muss irgendwas geben. Und habe dann in den Taschenkalendern nachgesucht und habe unglaublich viel gefunden und habe in dem Lesesaal, glaube ich, zwischenzeitlich eine komische Figur abgegeben, weil ich nämlich rundherum um mich herum habe ich solche, wie lerne ich Sternografie, Gabelsberger und anderes, das habe ich ausgebreitet und habe dann aus dem, was ich bei Fühmann gelesen habe, so habe ich dann mir ein eigener, wie so ein Glossar, was das jeweils heißt, und dann übersetzt. Längere Passagen, und das war manchmal betrüblich, längere Passagen, da habe ich nur mühselig, also immer mit sehr viel Auslassung entziffert. Aber das wäre aus meiner Sicht wirklich ein weiterer Zugang, weil man sieht die Disproportionen oder die Versuche, dieses Leben zu erzählen, geraten durch diese Taschenkalender in einfach neue Zusammenhänge. Und mir sind das Auflösen der Zusammenhänge, das erscheint mir wichtiger, als dass wir ein Bild oder eine geschlossene Linie zu machen. Natürlich, auch das haben Sie gemerkt, verfalle ich auch wieder in einen bestimmten, in bestimmte Seiten, die ich bevorzuge. Es ist ein Bruchteil von der Person gewesen, aber man findet einige Bruchteile eben mehr in diesen Taschenkalendern, wie sie geführt werden, wie sie ausgebaut werden, wie sie mit Pfeilen versehen werden, wie sie Teil des Arbeitens sind. Das sind ganz große Dokumente. Eine wahre Detektivarbeit, und Sie haben sogar Steno ein bisschen gelernt. Ja, das vergisst allein. Man leider schnell wieder. Aber aus dem, was Sie erzählt haben, woran Sie uns gerade haben teilhaben lassen, hat sich für mich ja auch ein Bild ergeben. Es gibt in der Literatur über Franz Fühmann ein stimmiges Erzählbild von einem, der eben 1922 geboren wurde, damals im böhmischen Rochlitz, was heute zu Tschechien gehört, der ein glühender Nationalsozialist war, SA-Mann und auch Wehrmachtssoldat, der dann in Kriegsgefangenschaft geriet und dann eben nach der Antifa-Schule und in der DDR zu einem ebenso glühenden Sozialisten wurde und dann auch Kulturfunktionär in den ersten Jahren, um dann eben wiederum zum Regimekritiker zu werden. Das wird immer alles so als eine eindeutige Erzählung wiedergegeben. Aber hier ergibt sich mir jetzt ein Bild, das Bild eines Mannes, der auch wirklich Zeit seines Lebens immer wieder gezweifelt hat, der immer wieder verzweifelt auch sich selbst hinterfragt hat und am Ende auch immer diese Frage gestellt hat, kann jemand sich überhaupt wandeln? Ist dieser Wandel tatsächlich so einfach zu erzählen? Also ich kann mich erinnern, dass ich glaube, dass das erste Buch war. Es stimmt bestimmt nicht. Also das erste ist wahrscheinlich ein Kinderbuch gewesen. Das Kunterbunte Vögelchen, glaube ich, war das erste, was ich gelesen habe. Aber da, wie man als Kind liest, man oft gar nicht, von wem es geschrieben ist, sondern man liest einfach, dass das Buch gut ist, finde ich toll. Und das mit hohem Bewusstsein habe ich das die 22 Tage gelesen. Und das geht einigen von uns. Und Franz Fühmann selbst hat gesagt, mit diesem Buch, was ganz unschuldig anfing, also der Verlag sagt, schreibt mal eine schöne Ungarnreisebüchlein, das alle in die Tasche packen und dann gefällt ihnen Ungarn und Budapest. Und das habe ich gelesen mit einer hohen Ergriffenheit und ich kann mich auch noch an ganz viele Sätze erinnern, über die ich dann so erschüttert war. Und ich habe es nie überprüft und vielleicht sitzen einige hier, die sagen, nee, das haben andere schon viel vorher gesagt, das ist ja immer hat schon mal jemand was gesagt. Aber ich weiß, dieses von mir am Anfang Zitierte, dass da einer wirklich erstens sagt, er ist Faschist und er hätte in Auschwitz nicht anders regiert. Deshalb, ich kann mich genau an den Lesemoment erinnern. Ich sehe mich in dem Sitz und ich finde es nach wie vor, das sind Jahrhunderte, das halte ich für Jahrhunderte. Das ist eine Aussage, die so absolut im Raum steht, hinter die kann man dann nicht mehr zurück. Und dieser Wandlungsprozess, der ist ja auch in diesem Buch schon verknüpft mit einem hohen philosophisch-psychologischen Interesse. Ihm ist es, glaube ich, auch das habe ich damals lesend so faszinierend gefunden, ihm ist es klar,
auch eine kleine Szene in der Hälfte des Lebens. Er kommt in Budapest an, wird von Freunden abgeholt und irgendwie ein Taxifahrer, ich habe es jetzt nicht nochmal nach, ein Taxifahrer macht was, und er behandelt ihn in einer bestimmten Weise, wo er einen Augenblick später sagt, wie hast du den jetzt eigentlich behandelt? Also ist da irgendetwas, was ist uns drin? Das interessiert für mich, ich kann immer nicht sagen, wie viele andere Autoren, Autorinnen das gibt, die vielleicht das auch alles geschrieben haben, aber das ist für mich absolut ein absolutes Zentrum, ist wirklich ein, was ist in uns drin, die wir denken, wir kommen immer weiter und wir gehen immer weiter und was bleibt von jemandem drin, der bereit war, die Juden für das Letzte zu halten, der bereit war, ja, wir können das übersetzen jeweils in unser Leben und wir sind vielleicht nicht in bestimmte Konstellationen gekommen, aber das ist die Schlüsselfrage. Können wir uns davon lösen, was wir einmal gedacht haben, selbst wenn wir es nicht getan haben? Also da geht Fühmann für mich in den Erzählungen so weit und das macht diese, am Ende dieses ganz heterogene Werk aus. Ich habe das vielleicht auch als Frage gelassen, ob es ein Werk in diesem Sinne, wie das Thomas Mann mal gesagt hat, also ich bin eigentlich der Letzte, der nochmal einen Begriff von dem Werk hat. Es ist die Frage, ob Fühmanns Schreiben als Ganzes, inwieweit das ein Werk ist und wenn ja, was für eins? Es ist ein Werk, das auf jeden Fall vielleicht schwieriger einzuordnen ist als andere Werke, wenn man es so nennen will, weil es eben so facettenreich ist, ne? Und weil es ja auch so viel Fragmentarisches hat, wie ich finde. Also da spiegelt sich ja dann auch schon, wenn man so will, dieses Gebrochene, dieses immer wieder sich selbst Befragende wieder in einem Werk, was eben auch so bruchstückhaft letztendlich bleibt, oder am Ende? Wir haben gestern auch schon kurz gesprochen und ich habe es gesagt, es ist ein ganz übermütig anfechtbarer und in keiner Staatsexamensprüfung zu benutzende Aussage, glaube ich. Und das ist die, dass ich den Eindruck habe, dass Fühmann ein sentimentalischer Schiller ist und ein sentimentalischer Schriftsteller ist, der eigentlich ein Naiver sein wollte und nach Wegen gesucht hat, nämlich genau um an irgendetwas heranzukommen, was ihm so in dem Sinne Inbegriff von tatsächlich von Kunst ist. Mit dem Facettenreichen und mit den Anläufen, den Projekten, die Merkwürdigkeit, die auch auszusprechen ist, die Trakl-Forscher haben ihm natürlich gleich nachgewiesen, also da gibt es schon ganz andere Forschung, da gibt es das schon, und dann, also so Fehlerhaftes. Aber wenn man dieses Buch sieht, merkt man natürlich, der fängt an und hätte auch sofort gesagt, das weiß ich ja auch nicht. Und wenn er mit einem Kenner zusammen war, dann war der fasziniert von dem, was der ihm alles über Trakl erzählt hat. Aber gleichzeitig hat er einen völlig eigenen Weg dahin gefunden, der eben nicht nach diesem akademischen Maß einzuschätzen ist. Und dieses akademische Maß, da bin ich im, wie soll ich sagen, da bin ich im Glashaus, ja. Das ist problematisch. Und wer an dieses akademische Maß ohne zu zögern glaubt und an die letzten Weisheiten von historisch-kritischen Ausgaben, dem lasse ich den Glauben. Aber ich nehme mir das Recht daraus, auch zu sagen, die Suche müsste auch einschließen auf andere Felder. Und da ist Fühmann für mich einer der ergiebigsten Autoren, die ich kenne. Und Autorinnen. Was mich auch fasziniert, ist ja diese Gleichzeitigkeit. Er scheint ja jemand gewesen zu sein, der immer, Sie haben es auch gesagt, der immer an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet hat und dann eben auch so vieles Verschiedenes gemacht hat. Also Mythen, Nachdichtungen, Kinderbücher, die Trakl-Gedichte und also die Werkausgabe, die er davor hatte und sich da ja auch ziemlich verzettelt hat, kann man sagen. Dann das Bergwerk, was nie zu Ende gebracht wurde. Konnte er sich einfach auch nur nicht entscheiden, so richtig? Ich kann es nicht sagen. Also es gibt, ich finde es schön, dass Sie jetzt auch nochmal ansprechen, es gibt einfach Sachen, die sind wirklich misslungen. Also die sind, also jetzt meine ich nicht, das ist jetzt kein literaturwissenschaftliches Urteil, aber dann merkt man liest das und dann sagt man, das geht nicht auf, oder das hakert wirklich und das ist auch dann manchmal ungeschickt formuliert oder dann taucht dieses Wort, diese Liebe zu dem Wort Jäh und Jählings, dieses für Psychologen interessant, aber in manchen Erzählungen taucht das so oft auf und man sagt, oh, das ist so. Dieses Verzetteln
gehört dazu und auch diese unglaubliche Energie, sich dilettantisch in etwas hineinzustürzen, von dem man wusste, es kann ihn zum Absturz bringen oder es kann ihn wie mit dem Trakl-Buch oder mit anderen zu einer wirklich bleibenden großen Leistung in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts bringen. Und das ist auch nur für ganz mir sehr merkwürdige Menschen, die glauben, dass man permanent, also auf höchster Höhe arbeiten kann. Viel interessanter ist, sich rauszulösen. Er hätte immer Kinderbücher schreiben können. Und Christine, ich weiß nicht, ob Sie widersprechen, der hätte mit diesen Kinderbüchern bis zum Lebensende Leute immer gekauft, die hätten gesagt, wunderbare Kinderbücher, hervorragend. Ja? Und eben dann nicht mehr. Und gleichzeitig läuft der Faden Kinderbuch und für Kinderschreiben läuft weiter. Ist Teil seiner Schreibexistenz. Das finde ich großartig. Das finde ich ganz ungewöhnlich. Man kann ja immer andere Autoren, Autorinnen daneben legen oder könnte sich Max Frisch oder wen auch immer nehmen. Da merkt man, das ist eine völlig singuläre Art in seinem Raum, den er mit Schreiben füllen wollte, zu einem ihm gültigen und dann vielleicht auch uns Geltung habenden Sinne zu einem Ende und zu einem glücklichen Ende zu kommen. Der Tag hatte einfach zu wenige Stunden, das Jahr zu wenige Tage für jemanden wie Franz Fühmann, habe ich den Eindruck. Er hatte ja schon etwas Manisches, ja, in dem, wie er geschrieben hat und wie er ja offenbar auch in seinen Taschenkalendern diese ganzen Projekte skizziert und kommentiert und immer wieder hinterfragt hat. Also so habe ich zumindest den Eindruck. Ich habe mal vor ganz vielen Jahren etwas gesagt, was ich jetzt öffentlich richtig stelle. Da hat eine Freundin zu mir gesagt, der hat dauernd schreiben müssen. Da sagte ich, nein. Der hat dann Sachen abgeschlossen, aber ich hatte keine Ahnung. Ich wusste überhaupt über, wie viel man geschrieben hat. Und als ich jetzt vor Jahren in dem Archiv gearbeitet habe, da habe ich gesagt, oh, ich bitte um Nachsicht. Ich glaube, er musste immer schreiben. Er musste wirklich, das ist die Form des Ausdrückens, des Fixierens, des auch Rechenschaft, also dieses wirklich, da ist das Taschenkalender ja nur eins, die ganzen Manuskripte sind ja ähnlich irre, ja, also die zusammengeklebt, zusammengeschnitten. Ich hätte nie mehr die Übersicht gehabt, wann ich irgendwann mal einen Satz geschrieben habe, der dann aber genau vorgezogen wird und dann wird er an die richtige Stelle geklebt. Das ist die eigentliche Existenzform, ja. Ich finde es immer gut, ich finde es gut, wenn ich es beobachte, aber ich finde es auch gut, dass ich sage, so bin ich nicht. Beruhigend. Jetzt haben wir viel gehört, auch also für einen Literaturwissenschaftler ist das ja ein Fest, solche Taschenkalender, solche Notizbücher, wo wirklich nachzulesen ist, wie ein Werk entsteht. Jetzt im Falle zum Beispiel, Sie haben das skizziert für das Buch über das Trakl-Werk. Da kann man das sehr gut nachvollziehen anhand dieser Fülle an Notizen. Was haben Sie denn gelernt? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, merke ich gerade. Ja, jetzt wir pfeifen uns jetzt hier einen ein. Das ist doch also. Was haben Sie denn über den Menschen Franz Fühmann noch gelernt und über seine inneren auch Konflikte, was die Politik angeht, was das Regime angeht, seine Auseinandersetzung, die ja immer härter wurde, auch mit dem DDR-Regime? Ich dachte zuerst, Sie wollten in eine andere Richtung, was ich so über den Menschen kennengelernt habe oder sowas, da würde ich nämlich sehr, sehr zögern. Ich hab den Eindruck, je mehr ich gelesen habe, umso vorsichtiger, was ich jetzt gar nicht einhalten konnte bei so einem Vortrag, umso vorsichtiger muss man sein, irgendetwas über einen anderen Menschen zu sagen. Also ich glaube, dass ich wenig weiß. Ich habe einen Begriff und habe eine Neigung zu bestimmten Seiten, die ich wahrgenommen habe. Aber das, was Sie sagen, die politische Linie, dieses brachial zu brechen, also dann wirklich den sagen, hier gehe ich nicht mehr hin. Das ist ja vielfach, jedenfalls habe ich so empfunden, vielfach anders erzählt worden, als ob das dann mal erst so in den 70er Jahren irgendwie, jetzt passiert eben, das hatte ich versucht vorhin anzudeuten im Vortrag, passiert
passiert ganz früh, scheint auch ein Teil zu sein. Und wir wissen gar nicht, ob er auch bei der Wehrmacht oder in anderen Zusammenhängen oder in der Antifa-Schule, ob er da auch rebelliert hat oder sowas und das dann aber später in eine andere Art von Erzählung gebracht hatte, weil ihm diese Erzählung in dem Moment, als er schrieb, ein bündiges literarisches Konzept gewesen ist. Ich denke, dass ein ganz entscheidender Punkt, den ich glaube, beobachtet zu haben, bei ihm wirklich das Wissen, dass wer, ist eine Plattitüde, aber ich kann sie nicht anders formulieren, wer sich auf Kunst wirklich einlässt, absolut einlässt, der wird ein Außenseiter. Der wird ein Außenseiter und er kann von außen Dinge sehen, Grenzen und Grenzüberschreitungen, die wir nicht sehen. Und wir sollen aber auch nicht so tun, als ob wir dann auch Außenseiter werden, weil wir das jetzt gerne lesen. Und er steigt aus. Das ist ja mit diesem Dachstuben und so. Das sind ja auch Selbstbilder, die er in die Welt setzt. Aber es vielmehr noch im Schreiben, es herauszukommen. Es ist so schwer für uns immer wieder zu sagen, wir haben es großenteils mit Rauschgiftsüchtigen, mit Trinkern, mit Trinkerinnen. Wir haben es mit Leuten zu tun, die völlig anders sind, sagen wir mal, als wir es in unserer irgendwie Normalität sind. Und einerseits möchten wir sie als ganz normale Menschen sehen. Wir möchten sehen, dass der Franz Fühlmann lieber Opa ist und guter Ehemann und ein Freund der Freunde. Und wir machen wahrscheinlich dann auch die Erfahrung, dass er das alles auch gar nicht war. Und dass die Vertraulichkeit, die wir uns leisten, weil wir manchmal so berührt sind von dem Menschen und was er geschrieben hat, dass diese Vertraulichkeit sofort immer so ein Warnsignal, ja, näher dich nicht zu sehr, sondern sei für den Moment froh, dass du einen Satz siehst, der dich bewegt. Also es gibt, weiß man, also einen Brief von Fühlmann an Siegfried Unzelt. Er wollte gerne seine Werkausgabe sogar im Surkamp-Verlag haben, also wie andere Autoren aus der DDR und Elisabeth Borchers, Cheflektorin im Surkamp-Verlag, die sagt, ja, das nehmen wir ganz gern, das auch, aber das ist natürlich Schrott, der so Geliebte der Morgen oder der völlig missglücktes Ding, das geht gar nicht. Und dann ärgert er, der schreibt da in dem Taschenkalender diese blöde Kuh oder so und so was. Ich weiß es jetzt nicht, es ist kein Zitat, aber was die denkt. Und dann schreibt er den Brief an Siegfried Unzelt. Und das ist ein ganz großer Brief. Das ist ein ganz großer Brief, wo er eine Haltung findet der Reserve. Das geht eben nicht. Wir gehen eben nicht zusammen. Also solche Sachen, die finde ich, da bin ich bewegt. Aber ich bin immer warne dann immer zu sagen, jetzt stellen wir uns schnell auf Fühlmanns Seite und dann sind wir vielleicht auch wie er. Keinesfalls. Und vorsichtig auch immer damit zu glauben, dass man den Menschen dann vielleicht kennenlernt. Also Briefwechsel sind ja auch viele nachgelassen. Es gibt ja auch den berühmten Briefwechsel zwischen Christa Wolf und Franz Fühlmann. Das ist ja auch sehr spannend zu lesen, jetzt auch nochmal neu herausgebracht vom Aufbau Verlag. Da geht es eben gerade um die Jahre 1968 bis 1984 und die ganzen Spannungen auch oder den Druck auch, den kulturpolitischen Druck, den politischen Druck auch gerade nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, die Frage das ist verloren, nicht schlimm. Das ist auch das Gute. Man kann bei Autoren wie Fühlmann einfach mal den Faden verlieren und man behält irgendwas immer in der Hand. Bei dem Briefwechsel habe ich eine, weil wir über die Taschenkalender sprachen, da habe ich schon so eine Diskrepanz erlebt, die ich auch gar nicht werte, aber die ich konstatiere. Und das ist, dass die Notierungen im Taschenkalender und auch zum Teil die Begegnungen, die er festhält, dann auch nicht selten in Stenografie, die sind auch ein Konflikt. Es ist ein Konfliktraum. Es ist ein Konfliktraum, der ausgetragen wurde und der in freundschaftlicher Nähe und so. Aber da muss man mal aufpassen, eben wie die Menschen, die damals die zu Recht und bewundernswert, tief bewundernswert bis auf den heutigen Tag mit der Petition oder dem Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Das waren also unterschiedlichere Leute, kann man sich eigentlich kaum denken. Und wir wollen die gerne in so einen Kasten packen. Ja. Und Fühlmann war dabei. Ja, man denkt halt immer gerne in Schubladen. Ne? Ja, das rettet dann ja manchmal auch über den Tag.
Aber wenn ich mir so überlege, also heute, ich habe mir das so gedacht, es gibt diese wahnsinnige Fülle an Nachlässen, Briefen, Korrespondenzen, Notizbücher, die Schriftsteller, Schriftstellerinnen eben hinterlassen haben, in denen wir heute lesen können, in denen wir ja, uns ein Bild, mit denen anhand derer wir uns ein Bild machen können. Ich frage mich, wie das so in 20, 30, 40, 50 Jahren sein wird, weil heute ja nun alles eher über E-Mail-Korrespondenz läuft oder vielleicht für Leute ein Instagram- oder Facebook-Tagebuch. Aber selten werden sie noch diese Fülle an Notizbüchern oder Tagebüchern oder schriftlichen Briefen hinterlassen. Wenn wir dann irgendwann, wird die Literaturwissenschaft irgendwann in eine Krise stürzen oder... Also was wird da archiviert? Ich setze da immer mein Unglauben dagegen. Also ich weiß, also es ist völlig richtig, dass diese Social Medien, dass die ein Riesenteil werden, dem man nie mehr folgen kann. Und ich möchte ihm auch gar nicht. Es geht mir ja schon manchmal so, die bei der Stifterausgabe, und das sind zwei Freunde, die da arbeiten, die faszinieren mich. Aber sie erschrecken mich auch in der Art und Weise, wie sie etwas rekonstruieren, was, ich lasse das jetzt mal 3-4 Pünktchen, lasse ich da mal von der Notwendigkeit. Und das ist bei dieser Art auch. Aber mein Widerspruch, den ich setze, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass nicht mehr Briefe geschrieben werden von Autoren und Autorinnen. Und ich könnte auch den Gegenbeweis antreten, weil ich Briefe von Autoren und Autorinnen kriege, wie viele wahrscheinlich oder einige von Ihnen auch. Und ich denke, es ist etwas mehr, es ist parallel. Die Handschrift, wir haben gestern ganz kurz, dass in den bei Dussmann oder woanders diese großen Notizbücherabteilungen sind. Das hat ja einen Grund. Das hat ja einen Grund, dass sie zum Teil sehr teuer sind. Wir trennen uns nicht von der Handschrift und von dem. Die Frage wäre dann nur bei Editionen, was fange ich denn an, wenn ich irgendeine Festplatte habe und schon bei den ersten drei Sätzen 20 Mal, so wie man es macht, also ich schreibe jetzt Nadine Kreuzer, sehr geehrte Nadine Kreuzer, nee, schreibe ich jetzt lieber liebe Frau Kreuzer, nee, das ist zu sehr, und dann stehen da die 10 Sachen. Na, also Sie wissen, was ich meine, das ist, es wird sehr kluge und sehr, es gibt bestimmt auch sehr, sehr kluge Strategien schon zu überlegen, was davon zu verwenden und was wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die größte Energie eigentlich darauf gelegt werden sollte, überhaupt erstmal ein Maß, also wirklich ein Wichtigkeitsmaß zu finden. Ja, also was alles gespeichert wird und wie gespeichert wird und wie es zu ordnen ist. Da kann ich sagen, da bin ich froh, dass ich mit Taschenkalendern oder mit solchen Dingen, und die sind von meinen Autoren, Autorinnen sind die hübsch schreibend überliefert und sind noch nicht auf Diskette. Und sie sind aber auch sehr, sehr heterogen. Da gebe ich nur ein letztes Beispiel. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der Zeit, ne? Sagen Sie es. Noch gar nicht drauf geachtet. Ein bisschen, ja, gut. Bei Fühlmann ist es wie bei anderen, kann ich ganze Geschichten aus den Taschenkalendern ziehen. Ne? Lassen sich auch, und es wird auch bestimmt irgendwann mal gemacht. Ich hatte bei Günter Eich die Erfahrung, dass mich gefreut hat, oh, der Taschenkalender, wunderbar, Janne, wird er ja jeden Tag reingeschrieben haben. Und dann hat er zwar für die Werkgeschichte, hat er immer gesagt, also er arbeitet jetzt an Träume oder sowas, und dann stand das. Aber ansonsten hat er im Wesentlichen nur Orte geschrieben. Er lebte in Niederbayern und schon mal Oettingen, Geisenhausen und sowas. Und da dachte ich, das ist ja schrecklich. Bis ich dahinter gekommen bin, dass hinter diesen Bezeichnungen, also wiederum Verweise auf Orte, wo Menschen sind. Und dann plötzlich beginnen diese Taschenkalender zu erzählen. Also Taschenkalender bleiben ein Forschungsfeld, und die Taschenkalender von Fühlmann, da wünsche ich, dass jemand hier im Raum ist und sagt, das wird das nächste große Projekt, und die Kulturstiftung des Bundes zahlt da wirklich die nächsten 20 Jahre 10 Leute, und wir haben dann etwas, was dokumentiert, was für ein besonderer Mensch Franz Fühlmann gewesen ist. Möchte sich schon jemand melden hier dazu für diese Arbeit? Ja, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ja, ich würde an dieser Stelle noch einmal das Mikrofon auch abgeben an Sie, ans Publikum, denn wir haben über einige Fragen schon gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie ganz andere Fragen noch haben. Und wer möchte, darf sie jetzt stellen. Wir haben auch ein Mikrofon dort. Oh je, sehen Sie?
So bringe ich das Publikum zu Lange. Danke. Vielen Dank. Okay, ja, vielen Dank. Ja, lieber Roland, vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit an den Taschenkalendern und ja auch die Teilgabe an deine Begeisterung für Franz Fühmann. Du hast ja eigentlich zwei Sachen gemacht, dass du zum einen wie jemand, der sagen nüchtern einen Bestand aufnimmst, diese Taschenkalender transkribiert hast, soweit das ging, und mit dem Leben der Person damit auch ein Bild entstand, was in diesen Taschenkalendern sich dokumentiert, ja, des Schreibprozesses unter äußeren Umständen, des Fortganges, fast was anthropologisch Faktisches, ja. Also dieser Mensch Franz Fühmann, wie er durch die Jahre geht, was er trinkt, wie er schläft, welches Sexualleben er sich wünscht oder hat dabei. Und das ist eine Ebene. Und das andere ist das Werk dann, das du manchmal auch erwähnt hast. Und die Frage wäre jetzt für mich, wie siehst du diesen Taschenkalender im Blick auf das Werk? Ist das sozusagen einfach dieses Protokoll der Umstände im Schreibprozess? Ist das mehr? Wie würdest du da eine Korrelation herstellen und was hat das mit dir als jemanden gemacht, der zum einen faktisch aufnimmt, ja, beschreibt, wie ein Arzt diagnostiziert, was liegt da eigentlich vor symptomatisch, und dann aber auch wie ein Interpret, der deutend vorgeht. Also wenn du diese beiden Ebenen nochmal so auch in ihrer Spannung oder wie du sie siehst. Ich muss ja erstmal ganz niedrig hängen, also das ist die. Meine Beschäftigung mit den Taschenkalendern ist also so auf einer ganz, ganz niedrigen, erstmal einfach angefangen. Es ist viel zu viel Material. Deshalb sind das nur Stichproben. So, das ist das Erste. Das Zweite ist eine Frage, die ich mir gestellt schon lange Jahre stelle und die ich wechselnd beantworte. Es gab eine Zeit, als meine Faszination für Archivarbeit so wucherte und als die ganzen Diskussionen um Nachlasseditionen und sowas ging, da dachte ich, dieses Werk ist eigentlich wirklich, also irgendwie alles. Ja? Also nicht nur das Gedruckte, sondern da gehört das Ungedruckte auch dazu und die verschiedenen Teile, muss man die Briefe dazu nehmen und habe es gleichsam in so einen Kosmos gebracht. Und ich gestehe jetzt, in meiner jetzigen Lebens- und Nachdenkphase würde ich wieder so eine neue Ebene versuchen einzuheben, wo ich noch gar nicht zu Ende bin. Aber wo ich schon so eine, ich würde schon ganz gerne Trennnotierungen oder solch bestimmte Art von Schreiben, das einfach zu einer Existenz gehört und dem, wo etwas anfängt, dass es Kunstcharakter und Gestalt und Gestalt annimmt, gestaltet wird und aber das ist nicht leicht zu beantworten, weil es gibt in den Taschenkalendern gibt es Träume, das fand ich am interessantesten. Da gibt es Träume in Kurzform verfasst, wo man fast sagt, da muss man eigentlich auch wie abkürzen, müsste alles dabei sein. Und die hat er dann bearbeitet. Und die Bearbeitung ist, ich sage es jetzt mal salopp, auch nicht schlecht. Aber die Kunstkeimzelle, vielleicht sogar der eigentliche Kunstcharakter, ist der Traum, den er im Taschenkalender gemacht. Und das zu sondieren und das ein bisschen in ein Verhältnis, das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich gestehe auch, das klingt jetzt so ein bisschen, bekenntnishaft, aber dass die Person, der Mensch, also Franz Fühmann in solchen Texten aufscheint, das war für mich immer etwas, was mich interessiert hat. Ich habe immer verstanden, wenn meine Kolleginnen und Kollegen mit Inbrunst und auch mit sehr guten Argumenten gesagt haben, mich interessiert nur der Text. Der Text. Das habe ich früh reizvoll gefunden, auch weil das mit so einer wunderbaren, ernsten, hochgezogenen Augenbrauenmine so gesagt wurde. Und habe dann mich immer ein bisschen geschämt, dass ich gesagt habe, mich interessiert auch sehr der Mensch, der dahinter steht, also der das hervorgebracht hat. Und da bin ich jetzt in so einer Altersphase, komme ich wieder ein bisschen in diese Richtung. Das hat man ja auch bei dem gemerkt. Also und da glaube ich, dass Dokumente wie der Taschenkalender und vergleichbare Dokumente, die führen da weiter und gewinnen für etwas, was uns wichtig ist. Also die nicht von Fühmann mehr zu wissen, sondern das, was er mitteilen wollte, als wissenswert für jetzt zu empfinden. Das habe ich durchgehend gehabt.
Gibt es noch weitere Fragen? Claudia, prima. Hat er zufällig irgendwo notiert, wenn ich das mit dem Werk Gedanken aufgreife und er es vielleicht selbst mit als Werk, als Teilwerk gedacht hat, dass er das vernichtet haben wollte? Die Taschenkalender? Mhm. Also ich habe nichts, nichts gefunden. Ich glaube, er hat, ich vermute ein bisschen, dass er die einige der früheren beiseite geschafft hat oder vielleicht sind die auch noch im Privatbesitz oder sowas, das weiß ich nicht, aber hat nicht solche Grundsatzerklärungen dazu abgegeben, hat auch relativ früh angefangen, darüber habe ich auch gestaunt. Ich glaube schon in den 60er, Ende der 60er Jahre, das wissen einige von Ihnen vielleicht viel besser oder Christine vielleicht, hat er schon angefangen, seine Sachen ins Archiv zu geben, also schon, man könnte ihr so haben und dann wiedergeholt und so, also ein Verhältnis zu diesem aufbewahrenden Charakter gehabt. Ne, das bei Uwe Jonsson oder sowas, der dann fast getan hat, dass er bei Jahrestage so aus dem Nichts schreibt und ohne Vorlage oder so, weiß ich sowieso auch nicht, glaube. Solche Sachen gibt es bei mir. Das macht nichts. Das ist, glaube so. Ich, das deutliche Zeichen, es ist genug. Ja, vielen Dank auch nochmal für die interessanten... Oder? Ja. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir nochmal. Ich hätte gesagt, das ist genug. vielen Dank auch für die interessante Frage. Ich habe mich tatsächlich auch schon öfter mal gefragt, gerade so, wenn man wie Sie öfter in Archiven, in privaten Nachlässen stöbert und sich da wie ein Archäologe oder auch Detektiv betätigt, dass ja so Tagebücher, Briefe, Notizbücher meistens eben nicht für die Öffentlichkeit geschrieben sind und ob man sich da nicht auch manchmal, ob das nicht manchmal auch unangenehm berührt, wenn man da so in den privatesten Dingen liest, forscht. Es ist noch nicht genug, wie ich merke. ich sag das, ich weiß nicht, ist das jetzt an? Ja. Das stimmt und ich muss leider bekennen, dass ich in den Phasen, das geht vielleicht anderen ähnlich, in den Phasen, wo ich plötzlich ganz in der Arbeit drin bin, verliert das, nehmen die Skrupel leider ab. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Wissen Sie, ich finde es dann nicht schlimm, wenn man plötzlich sagt, was weiß ich, will nicht das und das. Oder wenn er von seiner Frau Dinge schreibt, wo ich denke, das geht dich nichts an, sondern da bin ich so in diesem Raum drin, dass ich es aufnehme, aber nicht als moralische Wert. Wer sind wir denn, dass wir hier anfangen, den Lebenszensuren zu geben? Also das weit weg. Aber ich merke, dass die Tabugrenze, die ist bei mir dann in solchen Momenten nicht so ausgeprägt. Wenn ich dann etwas abgeschlossen habe oder wenn Fühlmann ein bisschen wieder weiter ist, dann denke ich, wir wollen mal ihm nicht zu nahe gehen, das geht uns nichts an, das setzt dann wieder ein. Aber im Arbeitsaugenblick leider überwiegt die Magie. Vielen Dank. Ah ja, es gibt noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Ja, noch eine Frage hätte ich, Roland. Du hast so deutlich gesagt, dass er sich als Außenseiter fühlte. Und als ich damals die Briefausgabe las in den 90er Jahren, die herauskam, die ich sehr geschätzt habe oder sehr schätze, war das zum einen so ein richtiges Leseerlebnis, aber auch dieses Schillernde, dass er eigentlich jemand war, der gegenüber den Staatsfunktionären, dem Kulturminister und anderen eine Rolle des Apologeten, würde ich sagen, eingenommen hat, auch für jüngere Schriftsteller und für Leute, die im Betrieb noch mehr am Rand waren wie er. Und meine Frage ist, ob er nicht selber, er war ein Außenseiter, ja, er hat getrunken, ja und so weiter, aber er war auch jemand, der durchaus im System eine Rolle hatte, der sich durchaus als jemand verstand, der das System, ich will nicht sagen, gestützt hat, das ist das falsche Wort, der aber im System als Apologet für andere gewirkt hat, der auch seinen Ort dort hatte, der auch die DDR irgendwo als Gesellschaft, als Kulturraum geschätzt hat. Also wie würdest du diesen, also so ganz als Außenseiter sehe ich ihn nicht, sondern es ist eine sehr zwiespältige Rolle, die er für sich auch hatte. Könntest du da einen Satz nochmal zu sagen, wie es für dich sich darstellt? Ich will versuchen, vielleicht, das ist nochmal ein ganz neues Feld. Ich will deutlich machen bei dem Außenseiter,
Es ist das Grundverständnis in dem Moment, wenn er schreibt, also das ein Taschenkalender, wird im wachsenden Maße, er muss diese Distanz, er grenzt sich, da ist er wirklich, er wird zu einem Außen, er zwingt sich zum Teil auch so durch diese Vorgaben und diesen mit dem Abnehmen und was ich alles zitiert habe. Das andere ist, ich hatte anfangs auch überlegt, noch hier so ein paar Bücher mitzugeben, weil ich einige Widmungsexemplare habe, auch also an Kurt Löffler oder sowas. Es ist kein Krawall-Außenseiter, den er dauernd abgeben wollte. Aber der war bei Hager, hat mit dem dann verhandelt und sowas. Aber wenn er nach Hause geht, dann bricht er, kotzt er sich ab. Ja? Es ist ein taktisches Verhalten in dem System. Und es ist etwas, auch das haben wir, worüber wir gestern kurz gesprochen haben, es ist auch der Versuch, also sagen wir, im Schreiben in diese Außenposition zu kommen, ist natürlich immer begleitet von dem tiefen Wunsch, den, glaube ich, fast jeder von uns hat, irgendwo dazuzugehören. Dieses Stefan Hermlin im Abendlicht, wo er dieses Ich dann und sieht dann plötzlich irgendwo so ein Fackelumzug oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, der Nazis in den 30er Jahren, wo er für einen Moment den Eindruck hat, was wäre es dazu, dazuzugehören? Das gehört zu diesem, wie soll ich sagen, Spannungsverhältnis, dem sich Fühlmann aussetzt. Das ist jetzt nicht über Ingrid, sondern das ist die Beobachtung. Seine Arbeit zu unterbrechen, um Leuten was funktionieren, was zu erläutern, über 20 Anläufe und noch, das hat einen kuriosen Zug, aber es ändert nichts daran, dass es der Außenseiter ist, der in diesen merkwürdigen Organismus hineinschreiben will, immer noch als Aufklärer oder als Erklärer, was eigentlich kaum noch zu erklären war. Vielen herzlichen Dank für diesen angeregten Austausch, für die interessanten Fragen, für den erhellenden Vortrag, lieber Roland Werbig. Schön, dass Sie da waren und wenn Sie möchten, um 20 Uhr geht es weiter mit der nächsten Veranstaltung zu Franz Fühmann. Da wird es dann darum gehen, was Autoren und Autorinnen heute von Franz Fühmann gelernt haben, wie sie sein Werk beim Schreiben auch beeinflusst hat. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend wünsche ich noch.